Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal TutorialGarage.com. Freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute schauen wir uns an, wie wir unser Joomla updaten können. Ja, ich weiß, da habe ich schon ein Video dazu gemacht, aber in diesem Fall gibt es eine kleine Besonderheit. Das zeige ich euch dann am Ende des Videos. Nämlich es geht um die Version 3.8.8, die ist ja jetzt in den letzten Tagen erschienen. Aus dem Grund habe ich mich natürlich schon in meiner Testseite ins Backend eingeloggt. Bevor wir jetzt allerdings anfangen, ein Update einzuspielen, egal ob es das Joomla-Update ist oder das von den Erweiterungen, ist es ratsam, eine Sicherungskopie der kompletten Seite mit Datenbank zu erstellen. Weil wenn einmal was schief gehen sollte bei einem Update, das kann immer mal passieren, dann hat man eine Sicherungskopie, auf die man zurückgreifen kann. Gut, schauen wir uns als erstes mal an, was er mir hier jetzt anzeigt bei den Erweiterungen. Klicken wir das an. Okay, Cookie. Hint und die Sprachdatei werden aktualisiert in diesem Fall. Das machen wir mal auf die Schnelle. Das geht relativ zügig, da bin ich mir sicher. Und schon ist das dort. Nachricht, dass das abgeschlossen wurde. Die Nachricht ist grün, also alles hat funktioniert. Schauen wir nochmal zurück zum Kontrollzentrum. Jetzt kriegen wir nur noch angezeigt, dass wir auf Joomla 3.8.8 updaten sollen. Also schauen wir uns das mal an. Wir haben momentan die Version 3.8.7. Die zukünftige Version ist dann die 3.8.8. Da können wir uns ein bisschen was belesen. Wir sagen wieder Daten direkt schreiben. Ich bin bis jetzt immer gut damit gefahren. Und dann klickt man mal hier auf Aktualisierung installieren. Das dauert jetzt ein bisschen. Das Video werde ich wahrscheinlich kürzen. So, das ist ja schneller gegangen als gedacht. Der zeigt mir jetzt hier an, dass das halt funktioniert hat, dass die aktuelle Version jetzt da die Version 3.8.8 ist. Gehen wir zurück ins Kontrollzentrum und da bekommen wir jetzt Nachinstallationshinweise angezeigt. Die lassen wir uns jetzt mal anzeigen. So, und da sind wir jetzt in den Nachinstallationshinweisen von der Joomla Aktualisierung 3.8.8. Ihr merkt es, das ist jetzt ein neues Video quasi, weil das alte Video von gestern habe ich halt hier beschneiden müssen und den Rest wegwerfen, weil die Software herumgesponnen hat. Gut, kann passieren. Jetzt mache ich den letzten Part von dem Video nochmal neu und wir schauen uns die Nachinstallationshinweise an. Ich lese mal vor, was da steht. Aktualisierte Sicherheitsempfehlungen. Als Teil der Überprüfung des Joomla Sicherheitsteams wurden einige Änderungen an den Standardeinstellungen von Joomla Installationen vorgenommen. Da diese Änderungen nur auf Neuinstallationen angewendet werden, empfehlen wir dringend, diese Änderungen zu überprüfen und die Webseite entsprechend anzupassen. Die geänderten Einstellungen sind und dann bekommen wir 4 Punkte aufgelistet. Und wir schauen uns jetzt an, wo wir diese 4 Punkte überprüfen müssen und was wir da machen müssen. Der erste Punkt ist gleich einmal eine globale Konfiguration, Textfilter. Die Standard-Benutzergruppe Administrator hat sich von keine Filterung zu Standard-Blacklist geändert. Gucken wir uns das Ganze an. Ich habe schon einen zweiten Tab geöffnet, wo wir uns im Kontrollzentrum befinden. Wie kommen wir jetzt da in die Konfiguration? Ganz einfach über System, Konfiguration. Und hier oben haben wir dann gleich mehrere Tabs, unter anderem auch Textfilter. Und da finden wir halt auch die Standardbenutzergruppe Administrator. Hier haben wir es, keine Filterung. Nehmen wir jetzt da Standard Blacklist. Wenn wir das geändert haben, klicken wir auf Speichern und wir können uns den nächsten Punkt angucken. Unter Benutzer Passwort senden, die Option, einem Benutzer sein Passwort im Klartext zu senden, wenn ein Konto erstellt wird, ist nun standardmäßig deaktiviert. Gehen wir gleich weiter. Wo sind die Benutzer? Hier haben wir es. Benutzer Passwort mitsenden steht auf Ja, das soll man auf Nein stellen. Lesen wir uns hier nochmal den Tooltip durch. Wenn Ja ausgewählt wird, enthält die E-Mail nach der Registrierung auch das vergebene Passwort. Das wollen wir natürlich nicht. Ich glaube, das wissen wir, dass wir das nicht mitsenden sollten. Hier haben wir auf Nein gestellt und wir speichern das Ganze. Haben wir schon den nächsten Punkt abgehakt. Den dritten Punkt, den mache ich ganz am Schluss, weil da brauchen wir, oder dass es bequemer ist, brauchen wir dann noch einen Texteditor oder ein Textverwaltungsprogramm, wo wir das Ganze reinkopieren können. Schauen wir uns als nächstes auch den Artikel E-Mail anzeigen. Die Option, ein E-Mail-Symbol in Artikeln anzuzeigen, ist standardmäßig deaktiviert. Das ist nämlich ebenfalls gleich hier. Hier haben wir die Beiträge. Da müssen wir ein bisschen runter scrollen. E-Mail anzeigen, verbergen. Wofür ist diese Option? Ihr kennt das oder ich habe euch das schon in dem einen oder anderen Video gezeigt. Mit Hilfe dieser Option bekommt man ein kleines E-Mail-Symbol bei jedem Artikel angezeigt und der User hat die Möglichkeit, wenn er den Artikel interessant findet,
den Link zu diesem Artikel seinem Freund zu senden. Allerdings ist das Problem, dass der Freund nie eingewilligt hat, dass er von uns E-Mails erhält, und nach der neuen DSGVO kannst du echt zu Problemen kommen, wenn man so eine Option anbietet, weil es wird dann wahrscheinlich vor Gericht als Spam bewertet. Gut, das Ganze dann ebenfalls speichern, und jetzt gucken wir uns den letzten, aber hier den dritten Punkt an. Media Manager Flash Dateien SWF, also mit Dateiendung SWF, und halt Application Shockwave Flash dürfen nicht mehr hochgeladen werden. Wo finden wir das? Da suchen wir uns hier Media raus, oder Medien in meinem Fall. Das erste, um herauszufinden, ob wir eine SWF-Datei hochladen dürfen, ist hier. Aber ihr seht es ja selbst, da muss man herum scrollen, um das halt wirklich besser halt zu zeigen. Gehen wir einfach da rein. Steuerung A alles markieren, Steuerung C kopieren, und dann nehmen wir uns einfach einen Texteditor hier raus. Hier haben wir ihn, und wir kopieren das hier rein, und dann kann man wesentlich besser kontrollieren, ob die Dateiendung hier auftaucht. Wenn sie auftaucht, dann einfach rauslöschen. Bei mir halt nicht, weil, keine Ahnung, ist einfach nicht dabei. Einfach ein Komma und die Dateiendung dann halt rauslöschen. Aber halt bei der richtigen SWF. Aber wie gesagt, ist bei mir halt nicht da, deswegen kann ich es auch nicht zeigen. Gut. Das nächste, was wir kontrollieren müssen, sind hier die erlaubten Dateitypen. Gehe ich ebenfalls mit dem Cursor rein, sage Steuerung A, um alles zu markieren, Steuerung C, um es in die Zwischenablage zu kopieren. Mache wieder das Textdokument auf, kopiere das hier rein. Und hier suchen wir noch Application Shockwave Flash, und wenn man dort guckt, ist das bei mir ebenfalls nicht mehr vorhanden. Also muss ich da ebenfalls nichts mehr daran ändern. Kontrolliert das. Wenn das bei euch noch drinnen stehen sollte, dann bitte rauslöschen. Wenn wir das geändert haben, müssen wir einfach hier speichern und können wieder zurück in ins Kontrollzentrum, und diesen Hinweis hier können wir halt sagen, dass er ausgeblendet werden soll. Und damit ist quasi das komplette Update durchgeführt. Ist halt dieses Mal ein bisschen anders als normal. Normalerweise müssen wir ja nur das Update einspielen, und in diesem Fall jetzt da müssen wir noch einmal selbst Hand anlegen an unsere Joomla-Installation. Ich hoffe, es sind alle Unklarheiten beseitigt. Falls es irgendwelche Probleme oder Fragen geben sollte, dann postet mal das unten in die Videokommentare, und ich werde dann so rasch als möglich darauf antworten. So, und damit sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, und wenn dem so sei, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mein kleines Projekt unterstützt. Ihr wisst ja genau, wie das funktioniert, nämlich mit Däumchen, Kommentaren und Verbreitungen in den sozialen Medien. Ja, dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen, viel Erfolg bei eurem Projekt, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht im nächsten Video. Ciao!